Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt die Map Obertal an, Version 1.0. Das Ganze kommt von LSMT/LS-Mapping-Team. Gibt es nur für PC/Mac. Ihr braucht einen zusätzlichen Mod, um auf dieser Karte spielen zu können. Ne? Und der ist aber Modab vorhanden, sprich einfach runterladen und Spaß haben, beziehungsweise ohne geht's eh nicht. Ne? Ja, es handelt sich hierbei um eine fiktive Karte, die jetzt mehr oder weniger aber schon im deutschsprachigen Raum mit angesiedelt ist, aber halt keine reale Nachbildung von irgendwelchen Terrain stattfindet. Es handelt sich hierbei um eine Vierfachkarte, ne, also eine vierfach große Karte, wie man unschwer erkennen kann, und die hat einiges in sich. Also Halleluja. 48 Felder, das ist jetzt für eine Vierfachkarte gar nicht mal allzu viel. Dafür sind die Feldgrößen hier meist mittel bis groß gehalten. Wir haben 82 kaufbare Sektoren mit dabei. Wir haben Multifrüchte und das gar nicht mal so wenig. Wir haben Dinkel, Zwiebeln, Karotten, Weißkohl, Rotkohl, Roggen und Mohn mit dabei. Alles auch schon perfekt integriert. Also sprich, ihr braucht keine zusätzlichen Mod-Maschinen dafür. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben 52 Produktionen hier am Start. Die Produktionen bieten neben Standardgeschichten auch dementsprechende Multiprodukte mit dabei, wie zum Beispiel Pommes, Kartoffelpüree, wie ihr hier seht. Wir haben Kompost, Sahne, Torte, Pralinen. Ach, es ist großartig. Inklusive der Möglichkeit, oder nicht nur der Möglichkeit, der zwingenden Notwendigkeit, dass hier elektrische Ladung, also sprich Strom für die Produktion verwendet werden müssen. Das ist auch sehr, sehr schön. Wir haben bis zu 29 Verkaufsstellen. Das ist auch absoluter Rekord, muss man auch dazu sagen. Und die Karte unterscheidet sich zwischen Singleplayer und Multiplayer-Dasein. Im Singleplayer haben wir einen vorbereiteten Hof mit dabei, ne? Also sprich einen ganzen Hof, der vorbereitet ist. Gilt aber auch nur für den Schwierigkeitsgrad einfach, also sprich neuer Farmer in dem Falle. Im Multiplayer stehen uns 4 vorbereitete Höfe zur Verfügung. Heißt auch im Umkehrschluss, es gibt freie Flächen. Die unterscheiden sich auch wiederum zwischen Singleplayer plus Multiplayer. Im Multiplayer sind es 3, im Singleplayer sind es 6 Freiflächen insgesamt. Also sprich zwischen 3 und 6 Freiflächen, je nachdem, ob ihr im SP oder halt im MP spielt. Ebenso gibt es neue Tiere auf dieser Karte. Das sind Ziegen, Kälber, Lämmer, Ferkel, Küken, Enten sowie Entenküken mit dazu. Also durchaus eine ganz schöne Sache, und für Leute, die auf massive Produktion stehen und ein bisschen was zu tun haben wollen, da ist das hier schon mal perfekto mille grazie. Wir starten als allererstes Mal, also allererstes Mal, wenn ihr auf der Karte geht, dementsprechend hier einmal mehr oder weniger im Zentrum, könnte man sagen. Und da haben wir dementsprechend auch schon so eine Art Stadttafel hier. Dort sind die absoluten Basics eingetragen, die für euch eventuell relevant sind. Euer aktueller Standort, wo wir uns gerade befinden. Unser Haupthof, der ist dementsprechend hier rechts, Sektor 49. In dem Falle Hof Süd, Hof Nord, Hof Mitte. Der ist, wie gesagt, für Multiplayer-Seasons relevant. Im Singleplayer sind dort Freiflächen halt dementsprechend dabei, den Shop und einmal den Viehhändler. Und wenn wir uns dann einmal uns hier umschauen, sehen wir schon, jo, das kommt uns bekannt vor, das sind die Gebäude aus der Alpin-Geschichte hier, ne, die Kirche und alles so ein bisschen, was das Innenstadtleben hier mit angeht. Das kennen wir bereits soweit alles, weil hier wurden dementsprechend viele Standardgebäude mit verbaut, aber trotzdem neu verbaut, sodass das Ganze zwar irgendwo so herkommt, ja, kennt man irgendwie, aber irgendwie ist es dann doch alles etwas neu, weil es anders aufgebaut ist. Ne? Hier zum Beispiel der Supermarkt mit eigenem Parkplatz hier mit dazu. Hier haben wir zum Beispiel eine Verkaufsstelle einmal mit drin, das Ganze hier rund um die Kirche auch mit ein bisschen Parkanlagen gemacht und hier halt Verkaufstrigger in dem Sinne mit integriert. Ich glaube, hier so eine Art Schallschutzwand soll das darstellen. Ne? Aber von daher ist alleine, wenn ich hier mal nach oben gehe, ihr seht vom Zentrum her schon eine Menge und vor allen Dingen ein riesiger Bahnhof. Ne? Also das ist auch im Endeffekt der Bahnhof aus der Alpin-Geschichte. Ihr seht, da fahren auch ein paar Deko-Züge hier mit rum. Die haben auch Sound mit dazu. Ne? Hier hinten dann dementsprechende Gebäude, wo wir dann auch wiederum verkaufen können, beziehungsweise umlagern können auf die Züge. Denn, das schon mal vorab gesagt, es gibt 3 Zuglinien, die wir auch alle mit bespielen, beziehungsweise befahren können. Ne? Also das alles nur damit vorab. Ne? Ihr seht hier auch mal Standardgebäude, die umgeskinnt worden sind. Wir kaufen alles, ist halt im Endeffekt eine Verkaufsstelle in dem Fall, wo halt einfach alles angenommen wird. Schöne Sache, Tankstelle etc. etc.
Wir bewegen uns mal zu unserem Haupthof hoch und auch hier schon mal vorweggeschoben, die Karte ist so riesig und hat so viel. Kann ich alles gar nicht in dem Video hier zeigen, weil sonst ist immer eine Stunde dabei und das will ja auch keiner. Deswegen versuche ich es wirklich nur ganz grob zu halten. Der Haupthof, der hier im Osten im Endeffekt liegt, ne, der ist gar nicht mal so klein. Beziehungsweise ihr seht schon, ich bin jetzt einmal von hier rüber und hier oben müssen wir hin. Das ist Feld 21, also sprich hier liegt das Ganze und es sind schon ein paar Distanzen, die wir hier überwinden müssen, weil klar, es ist vierfach. Dazu gilt auch vorher Shader Cache durchladen, habe ich jetzt hier auch schon gemacht. Das kann immer mal wieder, wie ihr seht, trotzdem nochmal hier zurück allein kommen. Deswegen da ein bisschen Zeit nehmen, mal 10 Minuten jede Ecke der Karte abfliegen und fertig aus Mickey Maus. Ja, hier ist dann nämlich einmal unser Haupthof und das ist jetzt nicht einfach nur so groß, weil es der Haupthof ist, sondern alle Höfe, auch dann im Multiplayer-Sektor, haben so eine ähnliche Größe. Und das ist schon sehr, sehr gigantisch. Wir haben einen riesen Silo hier mit dazu, mit digitalen Anzeigen. Natürlich auch multifruchttauglich, klar, um die in der Früchte dann dementsprechend auch gleich mit zu nehmen. Wir haben hier diverse andere Trigger-Points. Ihr seht zum Beispiel hier eine Umladungsstation Zug, LKW Zug in dem Falle mit dabei, dass wir hier, seht ihr, ist das mit nach unten mehr oder weniger hier verbunden, sodass wir sogar mit dem Zug unseren Haupthof anliefern können. Auch hier digitale Anzeigen mit dabei. Ist auch sehr, sehr nice gemacht, muss man mit dazu sagen. Also wirklich schöne Sache. Das Ganze auch über mehrere Trigger hier dementsprechend verteilt, wie ihr seht. Und auch über beidseitige Geschichten mit dazu. Ne? Und das halt auch hier auf einer relativ großen Fläche gesehen, über mehrere Silo-Arten. Hier zum Beispiel ne, für die Erdfrüchte halt einmal mit dazu, auch wiederum beidseitig. So könnt ihr wirklich direkt mit dem Zug das Ganze hier in eure Silos halt reinliefern lassen. Und das ist schon eine geile Idee, muss man wirklich sagen. Startequipment wird euch natürlich auch gegeben. Traditionell sind die hier etwas größer, weil wir ja natürlich auch eine relativ große Karte haben. Trotz all dem, ihr habt einen LKW mit dazu, ihr habt einen großen Deutz mit dazu, einen mittleren, einen kleinen Traktor auch noch mit dabei. Ne, gerade wenn ihr ein bisschen langsamer mit anfangen möchtet. Ihr seht hier, was ja eigentlich so ein Standard-Silo ist, ist jetzt hier umgewandelt zu einer Produktion. Das ist eine Grastrocknung, die da mit dabei ist. Ne, ihr habt hier einen Fermenter. Steht da draußen immer alles dran. Es wurden halt diese Standard-Assets genommen und wurden halt umgebaut. Ne. Hier ist halt normal. Ne, das sind halt Kalklager, Saatgutlager und Düngerlager und so weiter und so weiter. Aber immer, wenn irgendwas unklar ist, ihr wisst gerade nicht, hä, wie, wo, was, es steht draußen meistens mit dran. Ne, zum Beispiel hier, ne, Steinlager zum Beispiel mit dazu, was ja eigentlich ein Mist-Trigger in dem Falle ist. Alles in dem Falle umgebaut, alles in dem Sinne auch mit beschrieben, sodass es da eigentlich weniger Probleme geben sollte. Genauso wie hier oben immer da steht, was ist das jetzt für ein Silo? Das ist jetzt für die Erdfrüchte, hier vorne ist es jetzt halt fürs Getreide etc. etc. Also da wurde sich wirklich eine Platte gemacht und das ist sehr schön. Farmhaus, kennen wir ja bereits soweit. Hier ein paar Dekorationselemente. In dem Fall mit dazu, ne, hier wird dementsprechend den User halt mit gedacht. Auch immer eine schöne Sache, wenn solche Monumente, nennt man das so? Ich glaube schon, ne, damit integriert werden, um da dementsprechend Teammitgliedern zu gedenken. Und hier geht es dann halt weiter, Ballen, Palettenlager, schöne Zäune, auch überall mal ein bisschen mit Grünfläche, dass das nicht alles immer so wie eine Betonwüste generell wirkt. Ne? Und Tierstelle habt ihr hier, wenn auch Standardstelle in dem Sinne, auch mit dabei. Ne? Und somit habt ihr eigentlich zentral gleich sehr, sehr viel hier mit am Start. Und ihr seht ja auch schon zum Beispiel die Lämmer, ne, die jetzt hier neu mit dabei sind, haben auch eine eigene dementsprechende Beschreibung mit dazu, wie, wo, was. Ne? Eigenen Soundfile, animiert sind sie alle, bewegen sich dementsprechend, haben auch Multifarben, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Wir haben hier weiße, wir haben hier schwarze, wir haben hier braune mit dazu. Ist eine schöne Sache und quietschen einen auf jeden Fall die Ohren voll. Das gleiche ist mit den Enten und Küken wiederum immer dazu, dürfte ich mal hier drauf. Die sind halt bei den Hühnern in dem Sinne mit integriert. Da haben wir jetzt hier einmal, ich mache jetzt mal nicht so viel hier, haben wir ein paar Küken, dann haben wir hier ein paar Entenküken, haue ich auch mal 6 mit rein. Und generelle Enten, kennt man ja bereits soweit auch, die sind dann halt dementsprechend hier mit integriert, sind dann auch animiert, haben natürlich auch eigene Soundfiles, alles mit dazu. Und selbst diese kleinen süßen Küken hier mit dazu, ab nur Ente oder Huhn, na, alles mit dabei. Vertragen sich auch untereinander, alles kein Problem.
Also von daher lübt der ganze Lachs auch schon. Ansonsten seht ihr, geht hier ab und zu mal ein paar Wasserflächen halt hier mit durch. Gerade hier am Haupthof so gesehen. Wenn wir uns das Ganze hier einmal von oben anschauen, sehen wir schon, das ist gigantisch. Ne? Also einmal hier oben, dann haben wir hier unten das Mittelfeld, wo wir dann einmal die Stelle haben. Und hier unten geht es ja nochmal weiter. Ne? Da haben wir dann dementsprechend nochmal hier ein Futterlager, dass ihr euer Futter natürlich auch hier mit integrieren könnt. Ne? Also sprich Gras, Heu, Häckselgut, aber auch Hühnerfutter. Kompost und Co., sodass ihr euch da um nichts mehr Gedanken machen müsst, dass ihr irgendwas extern braucht. Ne? Hier haben wir dann noch Big M mit dazu, einen großen Drescher, Trailer und so weiter und so weiter. Und das ganz Gute ist, gerade der mit AD oder so spielen will und ein bisschen was auf Organisation hält, stehen hier sogar Nummern oben drüber, sodass wir so eine Art Stellplätze haben. Ne? Why not? Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Kann man ohne Probleme machen. Und für die Leute, die Wert drauf legen, es gibt einen Waschplatz. Ne? Wer auch immer seine Maschinen wäscht, aber es gibt ja viele, die legen Wert drauf. Ne? Deswegen, zum Thema Felder, mal kurz hier zu sehen. Ihr seht das Ganze hier. Die Felder haben natürlich, speicher erstmal, machst du richtig. Die Felder haben die unterschiedlichsten Formen, die man sich so vorstellen kann. Man findet so gut wie nichts quadratisch praktisch Gutes hier mit dazu, sondern sie haben alle irgendwelche Wölbungen, Kurven mit drinne, ne? Ein paar Ecken, ein paar Kanten. Also für die Spieler, die da durchaus Wert drauf legen, dass die Felder nicht immer so generisch aussehen, die werden hier definitiv ihren Spaß haben. Und auch so für die Herausforderung im Terrain selber bietet die Karte eigentlich alles. Es ist zwar relativ flach, wird auch von den Moddern so gesagt, aber es gibt immer mal wieder kleinere Geschichten, wo halt mal ein bisschen Anstieg oder halt Abstiege, also sprich Gefälle, halt mit dabei sind. Das ist ja soweit auch sehr toppi. Für die Baumschubser unter euch gibt es auch Forstflächen mit Sägewerk und Co. Schauen wir uns dann auch gleich noch mit an. Ne? Und allgemein so für die Wasserfreunde, es gibt viel Wasser hier immer dazu. Ne? Es gibt immer wieder so ein paar kleinere Seen, Geschichten. Es gibt Riesenbrücken, die nicht einfach nur zur Deko da sind, sondern hier führt zum Beispiel einfach mal ein Zug durch. Ne? Und durch die Vierfachskalierung habt ihr halt auch wirklich Fläche, durch die ihr hier fahren könnt. Ne? Dass das nicht alles immer nur so Zentimeter-Geschichten sind, sondern halt der See zieht sich halt wirklich bis komplett hier nach hinten. Und selbst hier am letzten Ende, ihr seht es hier, ist die Salzgewinnung, habt ihr dann dementsprechend auch noch Produktionen mit dabei. Ja, neben der Entsalzungsgeschichte haben wir hier oben das Riesenhotel, kennen wir ja wie gesagt auch schon aus der Alpinkarte. Diese Elemente werdet ihr halt überall auf der Karte halt finden, ist halt viel damit gebaut, zum Beispiel auch hier die Brücke kennt man ja dementsprechend auch. Ihr seht, die KI-Zug fährt dementsprechend hier oben auch mal dazu, wie gesagt, können wir uns mieten und dementsprechend holen. Wenn wir jetzt hier mal Richtung Map-Rand weiterfahren, ihr seht, das Ganze ist so schön gemacht mit großen Bergen, was auch ein bisschen nach hinten gezogen ist, sodass man halt nie diese hässlichen Texturen halt sieht. Ist alles soweit auch gut gemacht. Hier haben wir eine von mehreren Freiflächen. Die ist jetzt noch verhältnismäßig klein, weil wenn wir uns zum Beispiel mal hier unten nach Sektor 52 bewegen, das ist eigentlich ein Hof, das ist der Südhof in dem Falle. Der ist jetzt halt hier im Singleplayer nicht vorhanden und da habt ihr eine gigantische Freifläche, mit denen ihr hier sonst was noch machen könnt. Also entweder ihr baut euch hier noch einen zweiten Hof, einen Außenhof im Singleplayer hin oder ihr nutzt das als neues Gewerbegebiet oder was weiß ich denn. Es ist halt auf jeden Fall leer im Singleplayer. Ne, und die Flächen könnt ihr alle nutzen. Im Multiplayer steht halt hier ebenfalls ein Hof und ihr seht schon von den Ausmaßen her, der nimmt sich jetzt im Vergleich zu unserem Haupthof nicht viel. Ne? Der hat, sagen wir mal, 2 Ebenen, unser Haupthof hat ja 3 Ebenen, aber trotz alledem, ihr seht ja auch noch überall die Texturen, wo die Gebäude normalerweise stehen, ne? Das ist schon gigantisch. Also für Multiplayer-Seasons auf jeden Fall sehr, 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 sehr nice mitgemacht. Genauso gibt es dann hier noch eine Kartoffelverarbeitungsanlage, ne? Wie gesagt, Standardgebäude, die halt ein bisschen umgeskinnt worden sind. Alles schick schön. Zum Thema Multifrüchte seht ihr ja hier, haben wir zum Beispiel den Rotkohl einmal mit integriert. Ne, wie das dementsprechend auch auf den Feldern wirkt. Ihr habt dann hier unter Mods und DLCs das Obertal mit dazu. Dort findet ihr dann dementsprechend auch die modifizierten Maschinen, die ihr dann für Rotkohl, für die Karotten, für die Zwiebeln und so alles halt nutzen könnt. Sprich, ihr braucht halt wirklich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, nichts extern. Es wird alles hier mitgeliefert, auch für die Tiere, ne, dass dementsprechend die Ziegen damit transportiert werden können und so weiter und so fort. Inklusive die neuen Flüssigkeiten, die damit dazu sind, etc. etc. Also alles wird euch hier mit an die Hand gegeben, sodass es da weniger Probleme mit gibt. Thema Produktion wird den einen oder anderen vielleicht interessieren. Wir haben hier eine Bekleidungsfabrik zum Beispiel immer dazu, wie ich schon am Anfang gesagt habe, elektrische Ladung.
brauchen größtenteils alle Produktionen mit dazu, dass sie laufen. Heißt am Ende des Tages einfach nur, es braucht Strom. Trotz alledem sind die Rezepte hier durchaus stark verändert worden. Ne? Normalerweise macht man ja Kleidung aus Stoff und Kleidung kommt raus. Hier wird halt Strom gebraucht, das erstmal läuft, ist klar. Stoff, elementar. Leerpalette muss ja irgendwo drauf. Das ganze Zeug und Pappe, es muss ja auch verpackt werden. Ne? So weit, so klar, so schick, so schön. Ne? Also von daher, das Ganze läuft auch über das Produktionsskript extern dazu, was ihr euch mit runterladen müsst. Die Biogasanlage hier selber, ne, gibt euch halt die elektrische Ladung mit ab, die ihr dann braucht und halt weiterverteilen könnt. Die Bäckerei selber hier zum Beispiel, ich switch da mal hier hin, ne, ist jetzt auch nicht so die Standardbäckerei, die man jetzt so kennt von den Gebäuden her. Also das Gebäude selber schon ist aus dem 22er, aber halt hier nicht diese Standard kleine Bäckerei, sondern schon so eine Art Großbäckerei. Und da haben wir Brot, da haben wir hier Brötchen mit dabei, ja, Mohnbrötchen und Kuchen, also das Ganze auch mit erweitert. Wir haben eine Dünge- und Saatgutfabrik, wo wir unser Material selber herstellen können. Wir haben einen Energiespeicher mit dazu, der einfach nur dazu dient, halt dementsprechend die elektrische Ladung, 400.000 kW in dem Falle, Kilowattstunden, nicht mehr kWh halt, ne, zu lagern und dann halt weiter zu verteilen. Das ist rein, das ist raus im Endeffekt. Wir haben hier Feinkostsalatproduktion, das ist natürlich mit den Salätern, die ihr hier mit anpflanzen könnt, ne, oder halt generell züchten könnt, das Ganze auch weiterverarbeiten könnt, gerade hier der Kohl und so. Und da gibt es auch 3 Millionen Auswahlmöglichkeiten, wie ihr seht. Ne? Grüner Salat, Kartoffelsalat, Krautsalat, Karottensalat, Tomatensalat, alles mit dabei, Fermentierer ist Fermentierer. Die Fischfutterfabrik, wo ihr auch Fischfutter herstellen könnt, was ihr dann wiederum für die eine Fischzucht wiederum braucht. Ne? Auch hier schön einfach mal mit solchen kleinen Deko-Elementen hier oben mit dran. Auf die Becken selber wurde jetzt hier verzichtet, spielt sich halt alles im Innenraum ab, spart aber natürlich in dem Falle auch wiederum Platz mit dazu. Na, dann haben wir hier Getränke, wo ihr eure Tomaten, Trauben und Co. dann auch wiederum zu Getränken halt machen könnt. Ihr kriegt dann hier Trester mit raus, also auch Abfallprodukte mit dazu. Ihr kriegt noch Vitamine mit raus. Das sind alle so Kleinigkeiten, auf die muss man ja auch erstmal kommen. Ich meine, sie sind sinnvoll irgendwo, klar. Aber wie gesagt, muss man halt auch wirklich erstmal mit drauf kommen. Ihr habt ein riesen Futterwerk hier mit dazu. Na, wo ihr dementsprechend euer Futter mit herstellen könnt, Mischration, Schweinefutter, Hühnerfutter, was ihr dann ja wieder oben in die eure eigenen Silos mit einlagern könnt. Mit dazu, ihr habt eine Getreidemühle, die dementsprechend vom Stil her, kennt man ja bereits soweit hier, ne, aber die auch hier wiederum erweitert worden ist neben den Mehlen. Wo einfach, komm, hau rein und fertig aus. Ne? Das ist nicht mehr ja, der Mehl, das, also das Mehl gibt ja eh keinen Unterschied, sondern ihr könnt hier alles standardgemäß reinhauen und es wird zu einem Produkt, sprich Mehl. Dann haben wir hier Weizengrieß, Sojamehl noch mit dazu, Backmohn mit drin, die Grastrocknung logischerweise macht jetzt nur Heu. Dann haben wir hier die Gewächshäuser, jetzt hier zum Beispiel für Erdbeeren. Da gibt es auch mehrere, deswegen kommt da doch insgesamt 52 Produktionen am Ende raus, weil halt vieles einzeln damit dabei ist. Aber auch hier, ne, Wasser ist ja Standard, Mineraldünger, Kompost, Saatgut und Leerpalette. Je nachdem, was ihr davon nutzt, kriegt ihr halt einen Produktionsschub. Ihr seht es ja hier in Klammern, ne, die Prozente, um da mehr zu produzieren. Und das Ganze auch auf einer Ebene, die von den Literanzahl her auch der Karte angemessen sind. Ne? 240.000 Liter Erdbeeren können ja maximal rauskommen, beziehungsweise draußen haben wir ja noch den Trigger plus die Einlagerung selber, aber auch generell die Kapazitäten sind halt hier schon gigantisch, ne? Teilweise 800.000 Liter bis zu 1 Million Liter, je nachdem. Und das ist schon sinnvoll, logischerweise für die Vierfachkarte, aber auch wiederum so ein Aspekt, da hat man sich vorher halt Gedanken gemacht. Ne? Hier die Kartoffelproduktion, da war ich ja gerade eben schon, ne? Pommes, Kartoffelpüree, Kartoffelchips mit dazu, Kompostwerk natürlich, wo ihr Kompost herstellen könnt, den ihr dann auch wiederum als Dünger mitverwenden könnt, ne? Ist klar. Eine Konditorei, die einfach mal mehr als den Standardkuchen macht, sondern hier noch eine Erdbeersahnetorte und Pralinen, Käserei, die den Ziegenkäse gleich noch mit integriert. Gut, die Schokolade ist jetzt hier soweit Standard, aber auch hier wieder logischerweise andere Rezepte mit dazu, Popcorn, Haferflocken, Reibekuchen, die Molkerei noch hier erweitert um Sahne und so. Ja, und Haferdrinks für die Veganer unter euch. Eine eigene Nudelfabrik. Hier haben wir dazu, wie gesagt, die Gebäude. Ne? Aber es geht ja auch generell um die Rezepte. Ne? Raffinerie, wo ihr Harnstoff, also sprich AdBlue herstellen könnt, normalen Diesel, Salzgewinnung, ne? Kriegt ihr Speisesalz mit raus, Streusalz, gerade für den Winter, wenn ihr eure Straßen mitmachen wollt. Ihr habt eine Eisproduktion, ihr könnt Siliermittel selber herstellen und das Mineralfutter, sodass ihr das nicht teuer dazu kaufen müsst. Ne? Wie gesagt, für das Sägewerk, also sprich für die Holzdudes, hier halt alles in der Nähe halt gelassen, dass es hier so kleinere Wälder halt gibt. Das sind jetzt nicht die übelst gigantischen Dinger, aber es reicht ja aus,
beziehungsweise durch die Freiflächen, die ihr jetzt halt zum Beispiel im Singleplayer und oder auch im Multiplayer habt, könnt ihr das ja einfach zu einer Waldfläche umfunktionieren. Bleibt euch ja alles im Endeffekt übrig, ne? Also von daher, es ist wirklich krass. Für Leute, die auf Produktion ohne Ende stehen, mit hoher Kapazität, auf eine Vierfachkarte, die auch gerne mit Helfern arbeiten, also ich rede jetzt nicht mit den Standardhelfern, sondern wirklich mit CP, mit Autodrive etc. etc., die können sich hier komplett austoben. Egal ob nur im Singleplayer oder im Multiplayer. Im Multiplayer ist es halt top, dass es gleich 4 eingerichtete Höfe gibt. Ihr müsst euch also dementsprechend um nichts kümmern, sondern ihr könnt, wie gesagt, hier ist es jetzt leer, ne, ihr habt dann gleich 4 gigantische Höfe mit allen drum und dran dazu und könnt halt einfach loslegen. Und das ist mal wieder eine sehr geile Karte für Leute, die halt auf diesem ganzen Produktionswahnsinn halt stehen. Muss man auch dazu sagen, ich gehöre ja dazu. Ne, also von daher läuft. Es ist wirklich sehr gut gelungen, die Overtal, muss man sagen. Schade, halt nur für PC/Mac, also für die Consoleros halt schade, aber man muss halt immer mal Abstriche machen. Und trotz all dem, zum Thema Abstriche, was ja Vierfachkarten auch öfters mal machen müssen, sprich die Balance zwischen Dekoration oder Details und halt der schieren Größe, ist ja eigentlich auch mit ganz gut gelungen. Klar, im Singleplayer haben wir halt relativ viele freie Flächen, weil die anderen drei Höfe in dem Falle nicht mitgibt, aber trotz all dem ist das in Ordnung. Es wirkt nicht zu leer, es wirkt jetzt aber auch nicht zu überladen. Und dazu passt halt auch wunderbar, wenn wir uns jetzt einmal den Lok anschauen, der soweit erstmal sauber ist, aber ihr wisst, bei so einer gigantischen Karte mit so vielen Produktionen, da kann immer mal wieder irgendwie kleinere Probleme entstehen. Wenn ihr was findet, einfach im Giants Forum melden, dann wird das, denke ich mal, behoben. Aber was ich hinaus will, die Karte ist unter 1 GB. Ne, wir reden hier von 734-35 MB, so Pi mal Daumen rum. Ne? Und das ist für die Größe plus das, was alles drauf ist, schon wirklich top, muss man sagen. Viele würden jetzt hier über 1 GB gehen, deutlich über 1 GB. Aber hier sind wir wirklich gerade mal in Anführungsstrichen bei 700 MB. Das ist wirklich top optimiert und ist, wie gesagt, eine gute Balance zwischen, ne, Fülle und Details. Gut, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.